Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen ja, zu Fallout. Wir sind in die Zeit zurückgereist. Dogmeat ist ja in Wirklichkeit ein Zeitreisehund, das haben die wenigsten gewusst. Entschuldigung nochmal, falls ich dich verletzt habe. Der schaut irgendwie so verletzt aus. Und ja, wir sind jetzt an dem Punkt zurückgereist, bevor wir uns den Quests im Polizeirevier von den Paladinen zugewendet und geschafft haben. So. Wir werden jetzt dem Institut beitreten. Dazu muss erstmal, ja, das hier weg. Das braucht man nicht mehr. Berylliumbeschleuniger in den Ruinen von Mars Fusion. Ich sollte mich so schnell wie möglich per Transmission dorthin begeben. Genau. So, das tun wir weg. Und Mass Fusion machen wir jetzt. Also die Quest kennen wir leider schon. Ne? Ich hätte das vielleicht auch speichern können, ich Idiot. Aber ist ja wurscht. Scheiß der Hund drauf. So, wo ist jetzt dieses Mass Fusion? Achso, ich muss zuerst hier ins Institut hin. Naja, ich muss per Transmission, muss ich mich dahin begeben, schön. Ja. Jo, das heißt Fallout. Ja, wir werden da jetzt langsam, Schritt für Schritt, wenden wir uns da dem Ende zu. Ja. Ich habe Geschichten gehört und die Oberfläche macht mir Angst. Okay, kein Grund zur nicht Himmel. Doch. Ich weiß sehr wohl, dass ich verloren habe. Hey, Doc. Mir wird wohl nie wieder jemand vertrauen. Ach komm, schau, mach nicht so ein trauriges Hundeblickchen da. So, ich will da runter. Das heißt, Lift wäre nicht schlecht. Bei den Runnern kriege ich das Gruseln. Die wirken, ich weiß nicht, kalt. Mhm. Ja. Als Mörder etc. musst du auch kalt sein, sonst kannst du diesen Job nicht machen, mein Lieber. Mörder und, ja, wie soll ich sagen, Entführer und was weiß ich. Ja. Ja. So. Wir sind beim Institut angelangt. Wir schauen jetzt, dass wir hier uns der Bruderschaft anschließen. Ich habe jetzt schon, mir ist jetzt schon Angst und Bange um unseren Sohn, der in seinem Bettchen liegt, krank, also vor sich hin kränkelt und auf seine letzten Atemzüge wartet. So, na dann, alle hopp. Relays verwenden. Durch einen Sprung zu Mesh Fusion wirst du für immer ein Feind der stillen Bruderschaft. Willst du das fortsetzen? Bitte ja. Passt. Dann haben wir beide Seiten und dann haben wir quasi das LP dann auch schon gemeistert. Naja, überstanden, gemeistert, wie auch immer. Jo. Die ganzen Einzelheiten oder die Art und Weisen, wie man Quests und so spielt, sage ich mal, die überlasse ich dann wieder euren fähigen Händen. Das Spiel ist bei euch sicher auch sehr, sehr gut aufgehoben und wird mit Leidenschaft gezockt, keine Frage. So, ein Momentchen. Da musste ich wieder husten, Entschuldigung. So, die Nase juckt auch und überhaupt alles. So. Dabei habe ich gerade vorhin ganz brav meinen Tee getrunken, ja. Ach. Ich habe mir gestern nämlich eine kleine, wie soll man sagen, Thermoskanne gekauft. Tatsächlich hier. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Jo. Und die hat mir so gut gefallen, dass, weil dann Spruch drauf steht: Die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale. Also bei mir, ne? Also ganz ehrlich, wenn du so ein Büromensch bist, dieses Teil ist echt cool. Kannst Kaffee reintun, Tee, Säfte, Wasser, was du möchtest, wurscht. Es ist echt cool. Wie schaust denn du aus? Ellie Fillmore. Dr. Fillmore. Ja. Was für ein Spaß. Hier, hier bei mir. Hallo, hallo. Aha. Wo ist denn jetzt? Ja, Anwärter der Bruderschaft.
Aha, das war jetzt quasi die Geschichte, als wir gelandet sind von unserem Hubschrauber aus, ne? So. Wo schießt denn da noch wer? Ah, da! Da bist du. So. Au. Ja, ja, versteck dich nur so. Kann ich genau deinen Arsch treffen. So, das heißt, wir müssen rauf. Wir müssen rauf, okay. Servus. Na wohl, die Munition könnte ich mitnehmen. So. So. Ja, ich weiß, die Quest hier kennen wir schon. Aber ich wollte es trotzdem nicht speichern. Ich konnte es nicht speichern. Ne? Das muss man halt leider doppelt machen. Was sagst du? Ich habe dir nicht zugehört. Entschuldigung. So. Und ich will mich auch ganz bewusst für mich selber. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, in den Militär zu übergehen. Bin drin. Das lese ich nicht nochmal vor, das haben wir alles schon. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Ob es dir gefällt oder nicht, sobald der Testzyklus abgeschlossen ist, packe ich den Beschleuniger ein und schicke ihn nach Washington. Du hast jetzt die Wahl. Entweder gehst du zurück an die Arbeit, oder du verschwindest verdammt nochmal aus meinem Gebäude. Sehr freundlich. So. Passwort, jawohl. Nehmen, okay. Alles gut. So, Reaktorebene. Wir haben was, wir suchen. So, ich gehe gleich mal nach unten. So. Jawohl. Die rennt irgendwo da herum. So, war, Entschuldigung, falsche Taste schon wieder. So. So. Wieder die schöne Aussicht hier, ne? Jetzt bin ich dann gespannt, wie das Ende vom Institut dann ist. Ob dann alles wieder schön wird, nach und nach. Ob wieder Leben dann im Commonwealth möglich ist. Also mit gewissen Tieren und so. Ob sie neu bepflanzen können. Boah, das wäre echt cool. Und sowas möglich wäre. Ich glaube, das interessiert den nicht, ne? Ja, ja. Die schaut aus wie ein Alien. Irgendwie. Unglaublich. Etta, ne? Wie geht's dir so, meine Gute? Ein Hinterhalt. Was? Wie? Ah, die Bruderschaft. Aha. War die schon vor uns da? Ah, 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 ah. Ist jetzt mal hin? Alter, wo zieh ich denn hin? Au! Verdammt. Aha, da kommt wieder einer. So, der ist auch weg. Bei weitem nicht so viel wie beim Institut, ne? Also das ist angenehmer zum... Au! Da drüben ist einer. Sehr gut. Au, au, au. Bau, 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 bau. So. Gleich sind wir unten. Super. Macht ihr das mal, ich gehe den Strom besorgen wieder. So. So finde ich das. Jawohl. Energieverwaltung. Das lesen wir auch wieder nicht durch. Bestätigen normalerweise. Wurde wieder hergestellt. Sauer. Sehr gut. Wir gehen da gleich weiter runter. Das hier durchsucht man nicht alles, so wie beim letzten Mal. Das kennt ihr ja eh schon. Wir machen jetzt den direkten Weg. So. Ich werde auch den ganzen Schrott und so nicht mitnehmen. Nö. Nur das, was mir quasi vor die Füße fällt oder liegt. Was? Was war das?
So. Ah, da ist er. So. Jawohl. So, CSMÖ für dich. Und weiter geht's. Boah, die hat das noch Glück gehabt. Licht? Jawohl. Ich stelle mich diesmal auch schlauerweise gleich zur Tür hin, weil wenn Edda wieder hier reinkommt, komme ich hier nicht raus. Und da ist sie schon. Ja, ne? Meine Hübsche. So, aufmachen. So. Ah, verkehrt. Ich blitzbirn. So. Wer? Was haben wir da? Bip, 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 bip. Jawohl. Aggressor-Dron-Steuerung. Na? Warte mal. Schon, ne? Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Turmsteuerung. Ja, okay, passt. So, wir sind da, Gnädigste. Kann ich schon anfangen? Ali. Sieht ziemlich gefährlich da drin aus. Trägst du irgendeinen Strahlenschutz? Naja, mach dir keine Sorgen. Warte. Das war da, ne? Wir waren damals wohl keine Experten in der Eindämmung der Strahlen. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Wahrscheinlich nicht. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Ich trinke mal was. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. Super. So. Ja, das ist schon da herum. So. Hat echt seine Vorteile, wenn man was kennt. So. Perfekt. Wir nehmen das. Sicherheitsalarm in Reaktorkammer. So, nichts wieder raus hier. Nichts Notabsperren. Abhauen hier. Mach schon. Sehr gut. Die Kontaminierung abgeschlossen. Jawohl. Passt. So. Ah, der da. Alter. Und Kabusch. Hä? Wo ballert denn da wer? Das nehmen wir mal alles mit. Piep, piep. Geht ja. So, Gnädigste, bist du fertig? Ich glaube, wir dürfen wieder raus, ne? Oder auch nicht. Klo, ja, schön. Dürfen wir wieder gehen? Ich denke. Ja, dann hauen wir ab, ne? Ach, alles gut, Edda. Bravo, Edda. So, und weg sind wir. So. Bada bam.
erledigt. Die Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist, oder? Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Jawohl. Jawohl, ja. So. Sesam, öffne dich. Erste schon mal weg. Ein Sünd. Ein Wirtschaftstypi. Jo. Dann haben wir noch irgendwo jemanden. Ah, da. Was? Na, der ist noch nicht. Ah, Entschuldigung. Sag einmal. Was? Der ist auch weg. Noch jemand? Klar. Und hier. Passt. Wen haben wir noch? Da oben. Hä? Tschüssi. Wo ist noch jemand? Au, da unten. Fertig? Ja, fertig. Saubere Arbeit. Wusch. So, passt. Dann gehen wir. Finanzbezirk. So. Jo, jo, bam. Baum, bam. Baum, bam. Baum, bam. Baum, 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 bam. So, und können wir uns jetzt apporten? Ich hoffe doch. Zum Institut. Jawohl. Au, was war das jetzt? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, bam. Du, 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 du. Baum, ba, bam. Ba, ra, bam. Du, 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 du. Mesh Fusion Gebäude. Entdeckt. Erledigt und gut. Das heißt. Gebracht. Ah, bist du der Sünd? Oder was? Oder wie? Ah, ich mag das so. Das. Ich bin weg. So. Gut. So, hallo. Unsere Technologie muss auf deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Dr. Fillmore? Was soll das heißen? Der Aufregung für, naja, den Rest meines Lebens. Vielen Dank. Wirklich. Aha. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich bringe den Beschleuniger dorthin, wo er hingehört. Ich glaube, Vater hat schon eine neue Aufgabe für dich. Lass ihn lieber nicht warten. Jawohl. Licht. So, das Institut. Zurück, zurück. Gut. Gut, gut. So, Papilein. Festgenagelt. Vor der Oberfläche. Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Hast du dich erschöpft? Nicht mehr, als man das erwarten würde. Hä? Du hältst dich an den Plan, den wir ausgearbeitet haben. Ja, Doktor, ich nehme alle meine Pillen. Okay. Irgendwelche sonstigen Schmerzen oder Probleme? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, nein. Ich fühle mich ziemlich gut. Interessant. Wie sieht es mit deinen Kräften aus? Fühlst du dich erschöpft? Nicht mehr, als man es bei einem Mann meines Alters erwarten würde. Verstehe. Du hältst dich... Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Ich nehme alle meine Pillen. Verstehe. Ja. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Jo. Hi.
Hi, Sohnemann. Du wolltest mich sprechen? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg. Trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Was hast du gehört? Job erledigt, im Griff gehabt, in die Quere gekommen. Was hast du gehört? Der Filmausbericht war sehr detailliert. Die Einmischung der Bruderschaft muss allerdings im Zusammenhang betrachtet werden. Angesichts ihrer Neigung, Technologie zu horten, sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Wir verfügen schließlich über die fortschrittlichste Technologie im ganzen Commonwealth und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, was deine Loyalitäten angeht. Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt. Aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei, die Bruderschaft ist ein zukünftiges Problem. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich vergeude Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Mehr Reaktorteile? Sarkastisch. Drum kümmern, gerade erst zurück. Mehr Reaktorteile? Teile für den Reaktor? Ich hätte sie mitbringen können, als ich draußen unterwegs war. Nein, es geht um etwas anderes. Es ist eine Sache, bei der hoffentlich niemand in Gefahr gerät. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto, auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Was ist passiert? Schwer zu glauben. Nicht meine Schuld, ich bring das in Ordnung. Was ist passiert? Was ist passiert? Also, während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung, dass diese Person sofort ins Institut gebracht wird. Na toll. Was ist so besonders? Keine einfache Lösung. Sie werden zuhören, werde sie nicht hintergehen. Was ist so besonders? Aufwand. Was ist so besonders an dieser Person? Mr. Wallace? Unsere Überwachung hat ergeben, dass er über einen überragenden Intellekt verfügt. Trotz fehlender Ausbildung. Mit seiner Hilfe können wir die Arbeiten am Reaktor drastisch beschleunigen. Na dann. Dann gehen wir das doch an, oder? So, ich will hier raus. Wieder mal. So. Gnädiger Herr, auf die Seite. Bin ich da jetzt schneller, wenn ich das benutze? Ah, wahrscheinlich geht's drüben wieder nicht, ne? Dann gehen wir halt so. Na warte, ich kann mich jederzeit rausbohren. Normal müsste jetzt schon gehen. So, wo muss man denn da hin? Darüber? Dahin. Grey Garden. Aha. Okay. Jo, funktioniert. Prima, 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 prima. So. Ja, ja. Bam, bam. Badam, da, 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 da. So, wow. Okay, das Haus erreichen, das heißt da unten. Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen. Der Typ hier? Der Typ hier hat verdammte Ähnlichkeit, sogar der Part.
Also sein Bart im Gesicht, ne? Mit dem Ex meiner Schwester. Das ist jetzt nicht zu fassen, oder? Nicht schlecht. Alter Schwede. Lage, das ist kompliziert. Gute Arbeit, kann's nicht glauben. Wie ist die Lage? Ein Bürger des Commonwealths lebt in diesem Observatorium. Ein paar Schläger des Instituts sind aufgetaucht, um ihn zu holen. Aber er hat sie kommen sehen. Er hat eine Leuchtpistole abgefeuert und so unsere Aufmerksamkeit erregt. Wir sind gekommen, so schnell wir konnten. Jetzt sitzen sie alle drinnen fest. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Bürger, Stellung halten, angreifen, wegtreten, Sag Stellung halten. Leuten, sie sollen die Position halten. Ich gehe rein und mache mir ein Bild der Lage. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Sir. Wir müssen sofort handeln, sonst riskieren wir nicht nur, dass sie verschwinden, sondern auch, dass sie einen der unseren mitnehmen. So ein Schicksal wünsche ich niemandem. Wirst du uns jetzt da reinführen, oder was? Missverständnis. Sein Leben riskieren? Holen wir sie uns. Das ist ein Befehl. Diese ganze Sache Missverständnis? Ist nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Na, da bin ich aber mal gespannt. Erzähl mal, wieso ist das nur ein Missverständnis? Riskieren, falsch zu liegen? Keine Gefahr. Drohen. Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Du hast Was? Nicht keine alle Gefahr? Informationen. Ich schon. Und ich sag dir, das ist nicht, wonach es aussieht. Der Mann ist nicht in Gefahr. Ich hoffe, du hast recht. Wenn nicht, klebt das Blut dieses Mannes an deinen Händen. Meine Männer werden sich zurückhalten. Aber du solltest besser reingehen, um sicherzustellen, dass du recht behältst. Natürlich habe ich recht. Sprich mit Enrico Thompson. Jawohl. Dann gehen wir doch mal rein. Ach du Heilige. Bam, bam, baram, bam, bararam. Hallo, oh, die Herrschaften. Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Ja, Schnucki. Was ist passiert? Konzentrieren wir uns. In Sicherheit. Schlecht gelaufen. Was ist passiert? Was ist genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet. Das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Schaut aber so aus. Warum wurdest du geschickt? Eine Menge Aufwand war es wert. Du hast versagt. Warum wurdest du geschickt? Ausgerechnet dich geschickt? Sie dachten, ich könnte als Wissenschaftler eine Verbindung zu ihm aufbauen. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Phase 3, Zeit drängt. Los geht's. Hast du ihn nicht? Phase 3? Was hat dieser Wallace mit Phase 3 zu tun? Wallace ist, nun ja, brillant, den Berichten zufolge. Niemand im Commonwealth kann ihm scheinbar das Wasser reichen. Er ist wirklich begabt, was theoretische Physik angeht. Er wäre eine Bereicherung für das Institut und eine große Hilfe bei der Inbetriebnahme des Reaktors. Mit seiner Unterstützung könnten wir das Ganze deutlich beschleunigen. Nun, es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Aber gern doch. Hast du einen Tipp? Genug geredet? Kein Problem. Sie kein machen Problem. Wir mal hin, kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Das hoffe ich. Wir brauchen ihn wirklich. Unser Charisma ist ganz oben. Somit sind wir die beste Frau dafür. So. Oh, das war falsch, ne?
Ich glaube, das war verkehrt. Jo, das war verkehrt. Nochmal rein. Okay. Na fein. So, Licht wäre auch nicht schlecht. So, dann eben wieder runter, ne? Achso, da ist er. Meine Güte. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Alles okay, ich tu dir nichts. Bitte bleib ruhig. Mach dich nicht lächerlich. Ich tu dir nichts. Alles okay? Fangen wir so. Alles okay? Wurdest du verletzt? Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen, um Killerrobotern zu entkommen. Natürlich bin ich nicht okay. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Dich überzeugen? Sarkastisch. Beruhige dich. Ja, beruhige dich. Einfach okay? Ich will nur mit dir reden. Gut, okay. Was willst du von mir? Bereit zu helfen? Vertrau mir einfach. Brauche deine Hilfe, kann ich dir nicht sagen. Wallace, bereit zu helfen? Bist du bereit, dem Institut zu helfen? Helfen? Dem Institut? Aber sind die nicht, ich meine, die Bösen? Geht es dir gut? Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst, alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Eine bessere Option? Denk an deine Zukunft. Eine bessere Welt. Sei nicht dumm. Für eine bessere Welt. Du kannst uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Das hört sich gut an. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor ernannt worden zu sein. Oh, okay. Ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Ihn reinbringen? Für das Institut. Gerne doch. Leck mich. Ihn reinbringen? Rein, oder? Oh ja. Ich will nicht, dass er sich nochmal anders überlegt. Wir sehen uns im Institut. Sehr gut. Festgenagelt, abgeschlossen. Sauber. Edda? Okay. Dann vielleicht so. Das heißt, wir kehren ins Institut zurück. So, da, da, so, da, da, so, da, 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 da. So. Aktivierung begonnen, sprich mit Vater. Okay, also zum Institut wieder. Okidoki. Sehr, sehr gut. Jo, jo. Okay, und gleich geradeaus. Ein Stockwerk höher. Die Waffe können wir vielleicht wegstecken. Ah, mein Sohn. Da bist du ja. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Alles klar. Wann wird alles fertig sein? Über die Bühne bringen. Ich helfe gern. Ich bin die einzige Person. Boah, gemein. Wann wird alles fertig sein? Wann wird alles fertig sein? Dürfte nicht mehr lang dauern. Der Bereich Anlagen hat alles im Griff. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Okay. Bekanntmachung, sarkastisch. Leben retten, wohl ein Witz. Von was für einer Bekanntmachung sprechen wir hier? Einer öffentlichen Bekanntmachung für das gesamte Commonwealth, das mit dem Institut nicht zu spaßen ist. Als zukünftiger Direktor fällt diese Aufgabe natürlich dir zu. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon.
Zeichne die Rede auf. Na, großartig. Wo muss ich hin? Da. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Oh. Kann ich zurück? Um zu helfen? Die Zukunft, eure Herren. Ich glaube, ich hätte es vorher lesen sollen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert, um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... sinnlosen Anstrengungen, persönliche Freiheit, tägliche Aufgaben, jämmerliche Existenzen, persönliche Freiheit. Freiheit. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... unnötige Schwierigkeiten, Tragödie für alle, drastische Maßnahmen, eure Auslöschung. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... sieht rosig aus. Untergrund sicher, nicht unter Kontrolle sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. War es jetzt gut? Mein Sohn. Tja, das war... interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Diamond City, wenn es sein muss, frische Luft, jemand anderes. Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay, kann ich das nochmal machen? Mist, das habe ich versaut. Naja. So. Dann werden wir uns porten, ne? Nach Diamond City. So, jo. So, zum Radiosender rüberlaufen und dann das übermitteln. Upsi. Ich hätte mir vorher das durchlesen sollen. Ja, ich hoffe, das ist nicht ganz verkehrt. Ja. So. Hallo. Hast du diesen Artikel gelesen? Danke, Rotzlöffel. Warte mal, war der Sender jetzt nicht da hinten irgendwo? Da hier so? Da hinten, oder? Weil ich hänge fest. Ja, ja, da ist er. Servus. Wir sind wieder da. Geht's dir? Ja, gut. Ich hätte, glaube ich, eine Bitte an dich. Hat nicht so richtig funktioniert, aber das ist okay. Kein Wunder, dass das Ding nicht mit voller Kraft sendet. Ja, und jetzt? Das Ding mit den Drehschaltern installieren. Und? Ich habe nicht vergessen, was das vielleicht hierhin? Okay. Okay. Rein damit. Aha, richtige Reihenfolge. Oder wie? Also die Drehdinger. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Ich bekomme längst nicht mehr so viele Beschwerden. Ja. Das Ding mit den Röhren installieren. Schaut okay aus.
oder? Eher mit den Knöpfen. Ah, schon eher? Oh, ja. Okay. Und dann haben wir noch ein Teil. Ja, eigentlich nicht so schlecht. Gehört da noch irgendwas hin? Irgendwas fehlt noch. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Ich bekomme längst nicht mehr so viele Beschwerden. Hm. Na, da gehört definitiv das hin. Aber wie geht es dann hier unten? Nicht vergessen, was du das ist supi. Hier vielleicht? Ah! So, okay. Und jetzt? Können wir was tun? Ich habe nicht vergessen, was du für mich getan hast. Das ist super, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich denn jetzt machen darf. Quest? Was muss ich tun? Sprich mit Vater. Okay. Ja. Jo, die geht jetzt auch richtig weit. Mir ist ein Wunder, dass du das überhaupt in Gang bringen konntest, weil wenn du das nicht weißt, was da wo da was hingehört, ne, ist das ein bisschen doof. So. Dann wieder zurück zum Institut. Jo. Immer dieses Hin und Her. Oh je, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Warte, ich bohr mich nur schnell fertig. Oder weißt du was? Machen wir gleich hier Schluss. Während dem Ladebildschirm. Ich glaube, das ist okay. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!